gut, drum. Also wer sich das ausgedacht hat, dass der genau denn da so langläuft, dass ich meine Attacke da nicht wirken kann. Du bist jetzt aufgestanden? Oha, was hast denn du nachts nur getrieben? Was hat dich fertig Korkieber da so lange wach gehalten oder was? Ach, kommt er endlich mal richtig schlafen, ne? Das ist doch super. Aber richtig schlafen ist echt eine Wohltat. Immer Damage. Ach man, ey, dieses scheiß verpickten, verzögerten Wix-Angriffe. Ah. Hallöchen, Peterlena aus dem Hochwasser, fast abgesoffenen Niederösterreich. Oh no, ja, ich habe schon gehört, bei Daniel sah auch so schlimm aus in Österreich. Aber hat sich die Lage da wieder ein bisschen normalisiert, oder? Korkieber habe ich doch etwas länger gespielt. Na, war's doch schön, wenn du gut geschlafen hast. Echt am Überlegen, was ich bei dem machen kann, ey. Zum Glück Ringezeit gestern nicht mehr. Na, das ist doch schon mal positiv. Aber ist bei euch irgendwie was verloren gegangen oder so? Also, habt ihr doll kämpfen müssen damit? Oder... oder ging. Weil nur weil man sozusagen in dem Gebiet wohnt. Bildschirm. Wow!
Ja, null Motivation. Ganz ehrlich. Gegner, die die ganze Zeit irgendwo oben spielen und du einfach null Chancen hast. So ein Lappen-Game. Die Gegner, die sind immer irgendwo oben oder unten und das Spiel basiert darauf, dass du deine Attacken auflädst, die in diesem Stab mit drin sind. Und der Stab macht dich entweder total steif an einer Position, weil du den auflädst, währenddessen der sich nach oben baut. Oder du kannst wenigstens mit dem Stab laufen, aber wenn der Gegner dich dann einmal anpustet, dann ist dein Fokus wieder weg. Bei mir persönlich ja nicht. Der Fuß- und Radweg nach dem Fluss, der durch meine Stadt fließt, ist an mehreren Stellen nämlich weggeschwemmt. Häuser stehen immer noch unter Wasser, also die Keller. Und am Sonntag hatte die Straße, in der ich wohne, zweimal keinen Strom. 2 Stunden! Oh! Ich hoffe, dass in Zukunft mal wasserdurchlässige Straßen gebaut werden und das endlich mal angegriffen wird, das Problem. Ja, das mit den Überschwemmungen, das ist schon echt nicht so einfach. Da kann man nur froh sein, wenn man da heil rauskommt aus der Situation. Verstehen, ob ich hier am Anfang die Attacken, ob das Sinn macht, was ich mache von den Abläufen. Habe ich jetzt genauso viel Damage wie sonst gemacht. Kommt der denn jetzt laufend mir hinterher? Das hat er doch davor nie gemacht. Alter Schwede. Okay, ich habe jetzt ein bisschen versucht, mehr wegzugehen von ihm. Immer auf die Taktik halt zu spielen. Dass ich halt immer... Ich überlege, ob ich mir die Flaschen nehme, dass ich halt laufend immer gleich den Fokus voll habe. Sonst fand ich das eigentlich gar nicht so schlecht, wie wir das jetzt gemacht hatten. Wow. Okay, hier bin ich ja noch nie runtergefallen. Naja, einfach so mal das erste Mal, ne, Leute? Hier ist halt auch die Sache... Man muss das hier genau abpassen, wann er sozusagen... Also die erste Attacke verkacke ich jedes Mal bei ihm.
Okay, jetzt habe ich das gerade gesehen, dass ich unten ein Dings hatte. So ein Zeichen, dass ich so einen Debuff bekommen habe. Ja, wieder verkackt, weil er wieder unter mir durch ist. Luft geht. So, du kannst einfach gefühlt nichts machen. Du kannst nichts machen, wenn der in der Luft ist. Du kannst dann nichts machen, was das Kämpfen angeht. Probier, glaube ich, mal die andere Haltung aus und ansonsten, ja, haben wir halt noch diese drei anderen Bosse. Es ist jetzt schon gleich 18 Uhr. Ich muss echt mal gucken, wie ich das dann schneiden werde, ne? Weil ich will euch ja halt nicht 5 Stunden, das ist ja dann halt auch langweilig fürs Let's Play wahrscheinlich, oder? Oder lade ich das einfach dann trotzdem so hoch? Ich habe ja noch eine weitere Rarität, die ich hier reinmachen kann. Wow, das habe ich gar nicht gesehen. Ich glaube, ich mache das mit rein. Leute, jetzt, das ist der Try. Davon haben die echt Damage gekriegt. Okay, jetzt haben wir aber echt mehr Damage gemacht. Guck mal, jetzt sind wir fast bei der Hälfte. Hat er gar nichts gebracht gerade bei ihm. Ich will die ganze Zeit so ein Kügelchen nehmen, aber ich schaff's nicht. Ach, Schmutz.
Aber wir haben auf jeden Fall in dem ersten Bereich noch mal ein bisschen mehr Damage rausgeholt. Hallo, Belbo. Guten Tag. Kleiner süßer Kater. So ein kleiner süßer Kater. Aus Versehen auf den oberen Knopf anscheinend gekommen. Das war nicht meine Intention. Sind meine Affen jetzt irgendwie schneller abgehauen? Habe ich die getötet eventuell? Jetzt haben wir nicht die Hälfte an Damage gemacht. Bin mal AFK. Mach das mal, Taktik. Schöne Wetter genießen, gute Idee. Vielen lieben Dank, dass du dabei warst heute. Hat mich sehr gefreut. Das war ein guter Try. Ein guter Try war das. Scheiße, Leute. Scheiße. Das ist Wahnsinn. Oh wow. Schon wieder den gleichen Fehler gemacht, dass ich ihn noch nicht getriggert hatte.
Wow! Also das Spiel macht's einem aber auch nicht leicht. Ohne Scheiß. Es kann eigentlich nicht sein, dass der sich weiter so entfernt, als eigentlich mein Schlag dann möglich wäre. Ich komme ja da null hinterher. Wenn ich das auflade, der macht dann... Das ist so eine Sekunde und manchmal klappt das und manchmal klappt das nicht. Das ist so unfassbar dämlich. Ich würde so gerne mit dem anderen spielen, ey. Mich geheilt, obwohl ich mich gar nicht heilen brauche. Ah, macht er sich denn unsichtbar? Da, schon wieder die Attacke. Die Attacke. Ja, das macht keinen Spaß. Dadurch kann ich nie meine volle Attacke nutzen. Weg. Ich bin volle Kanne elektrisiert. Ich bin super langsam. Ich kam nicht weg. Es war übrigens krass, dass ich es geschafft habe, ein zweites Mal wieder diesen Dings zu regenerieren. Diesen Zauber mit dem Feuer. Ich mache das jedes Mal falsch. Dass ich den sozusagen erst ausrüsten muss.
Hallo, dreh dich doch bitte weg und mach deine Attacke. Da bin ich wahrscheinlich richtig ausgewichen. Volle Kanne Donner abgekriegt. Aber das Ding macht schon gut Damage, muss man schon sagen. Daneben gehauen mal wieder, Leute. Hä? Warum hat er mich jetzt gekriegt? Ich war doch in dem Windbrecher drin. Viel zu früh. Ich war in dem Windbrecher drin und auf einmal kriege ich eine Schelle. So, was? Oder war ich nicht im Windbrecher? War ich nicht? Ich kann es schon nicht mehr sagen. Oh, it is so pain in the ass. Die Sache ist, ich würde eigentlich sehr, sehr gerne hier einen anderen spielen, aber das Problem ist, wenn ich den halt paar Mal bekomme, macht das dann später keinen Sinn. Da ist der schon stärker, um nochmal Damage rauszuholen. Oder kann ich das während des Kampfes tauschen, Leute? Oder lädt sich das denn nicht auf? Weil den könnte man halt gut für den Anfang benutzen und dann könnte man halt den zwischendurch auswählen. Dass man eventuell da ein bisschen... Ey, das fuckt mich so ab, ne? Dass man den die Attacke hier nicht machen kann. Wir kommen, glaube ich, immer bei der Hälfte raus bei ihm. Es ist egal, was wir eigentlich machen.
Meine Attacke dauert genauso lange, wie wenn er diese Aufladung macht, obwohl meins viel früher schon ist. Wow. Okay, das ist super scheiße, also wirklich. Digga, das war so knapp und es war schon wieder irgendwas, was nicht funktioniert hat. Aber das war eine gute Strategie gerade. Habt ihr das gemerkt, dass ich so ein bisschen versucht habe, den eher darauf zu lassen, dass er nicht gleich lossprintet und so? Das war eigentlich gar nicht so mad. Das ist machbar, Leute. Es ist möglich. Aber wie habe ich das gemacht? Bin ich am Anfang gleich zu ihm hingerannt und habe den... Okay, jetzt ist eh schon verkackt. Wow. Oh mein Gott. Wollte ich eigentlich schon gar nicht weitermachen. Schon wieder Sachen verschwendet. Schon wieder super langsam. Ja, wieder umsonst die Attacke.
Ey, der macht. Wenn der mich halt dann einmal erwischt, ne? Dann zieht er mir auch richtig die Hose runter, so gefühlt. Aber der Try war eh schon cursed von Anfang an. Weil unglücklicherweise ich vielleicht ein paar Attacken falsch gemacht habe. Okay, Leute, nochmal. Auch wenn wir den hier heute wahrscheinlich so Marathon. Ja, tut mir leid, dass wir heute nicht so richtig vorangekommen sind. Weil wir da an irgendwelchen Bossen geklebt haben. Aber so ist das da ja manchmal. Okay, bis hierher hat alles funktioniert. Komm da nicht rechtzeitig weg. Auch so frech, dass er meine Attacken immer abbrechen kann. Nein, Blutsauger! Okay, das sollten wir, wenn wir Glück haben. Sollten wir das jetzt schaffen? Yes! Endlich! Ah, oh, nice so, Leute! Oh, Blutsauger kam hier gerade noch an. Ich dachte, der nervt jetzt. Was hung, when he defied the celestial court. We dreaded the Jade Emperor's wrath and pleaded with Master Yuan to help us abscond from our waters. But he warned us, we might hide for a time. But not forever.
hatte keine Augen mehr. In the end, someone will come to claim our lives. He had more to say. Sires to sons, we are destined to die for the righteous cause. I trust him, yet I won't obey. May your path not once more be a mere thread in their grand design. Oha! Da kam der andere raus, lol. Wieder so ein Drache. All three of your brothers have been claimed. If not now, when will you reunite? Destiny repeats itself, always. Why not cast the die once more? Oha, ist der da jetzt in dieses Schwert reingegangen? Cool. Leute, wir haben es geschafft, ey. Ist das ein schönes Gefühl? Oh. Eine Longperle, Goldstreif, goldener Donner des Blitzes, Geschenk, ein tödlicher Tanz, grausam und gelenk, verwandelt den Außerkorn in den gelben Lung, der immun gegen Schock ist und Gegner durchschauen kann. Jeder Angriff belebt Gegner mit dem Donnerfluch. Die Frage ist, kommt denn noch mal irgendwo in einen Bereich, wo man was eventuell mit Donner zu tun hat? Das ist ja halt die Frage. Chi-Chi! Nice. Also haben wir schon zwei auf unserer Liste jetzt heute platt gemacht. Ich würde aber sagen, ich mache kurz einmal Pause. Wir spielen auf jeden Fall noch ein bisschen weiter. Ich habe noch ein bisschen Bock. Ich bin gleich wieder für euch zurück da. Und dann gucken wir mal, dass wir noch den anderen Gegner machen. Ich muss die Katzen kurz füttern. Ihr seht, die machen hier Tam-Tam. Ich bin gleich wieder am Start. Holt euch gerne was zu essen, was zu trinken, was zu snacken. Und dann machen wir hier gleich weiter. Bis gleich. Bin ich jetzt happy? Was bin ich jetzt happy, dass ich das geschafft habe, Leute? Da bin ich richtig, richtig stolz gerade auf mich. Richtig happy. Happy, happy, happy. Happy, 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 happy. Quietsch. Okay, diesen anderen Stab. Den gucken wir uns jetzt mal an, ob der vielleicht ganz geil ist. Kann ich den überhaupt craften? Ist das der? Aber da fehlt mir ja noch ein Kuhnstahl. Oh, da schreit schon wieder ein Baby. Oder besitze ich zwei? Aber das kostet mich 45.000 Geisteressenz. Die habe ich nicht. Okay, hat uns das jetzt irgendwas gebracht, dass wir ein bisschen stärker geworden sind? Und da die zwei Gegner gemacht haben? Eigentlich nicht. Bin ich ganz ehrlich. Gefühlt hat sich da nichts verändert. Machen wir mal das. Dann gehen wir mal noch mal einmal zur Schriftrolle. Ebony and Ivory live together in perfect harmony.
Side by side on my piano. Ach, ich hätte ja gar nicht hierher gehen müssen. Ich kann ja auch hier die Rüstung craften. Das ist irgendwie ein bisschen verwirrend, oder? Obwohl, oder? Crafte ich die jetzt? Hier, wir hatten ja überlegt. Giftresistenz. Ah, ich habe sogar schon Giftresistenz an. Ja, Leute, dann gehen wir wohl zu dem anderen Boss, wa? Es werden immer weniger. Wir machen Progress. So ist es nicht. Wir machen Progress. Leute, wie findet ihr eigentlich, dass im Hintergrund unser Einhorn hier steht? Ist das nicht eine schöne Idee mit dem Einhorn? Ich finde das irgendwie ganz niedlich. Das will das aufbehalten. Ich wollte ja theoretisch... Ach nee, hier müssen wir ja gar nicht her. Ich muss ja zu dem anderen. Aber hier müssen wir eigentlich noch in dieses Dorf. Ich probiere den jetzt hier 2-3 Mal und wenn es dann nicht geht, dann gehen wir mal in dieses Dorf hier rein, okay? Dass wir das mit der Quest von der Schlange machen. Vielleicht müssen wir den Boss hier gar nicht machen und das ist eigentlich totaler Schwachsinn, dass wir das hier die ganze Zeit uns abmühen mit. Maybe. Christian, was los? Was bist du da am Lachen? Findest du so lustig, wie ich spiele? Oh, jetzt haben wir aber mehr Damage gemacht. Guck mal, was wir für ein Damage gerade gemacht haben. Hallöchen, Scotty! Ja, ich hab schon geflucht heute. Ich hab schon geflucht. Also, ich bin ehrlich, das ist nicht mehr mein Game, so muss ich sagen. Also, was heißt mein Game? Aber hier gibt's zu viele Sachen, die mich eher abfacken, anstatt dass ich Bock auf das Game habe. Warum ist denn jetzt mein Ding auch schon wieder weg? So, jetzt macht er seine Ansturmattacke, dann bin ich eh am Arsch. Ich freue mich so auf Inot her mit dir. Ja, dafür muss ich dieses Spiel erstmal fertig machen. Und das setzt ein bisschen Druck in mich. Oh mein Gott, mein Bildschirm ist schon wieder aus. Ich verliere so oft, weil mein Bildschirm ausgeht und ich mir jedes Mal denke, was ist jetzt los? Du bist bei mir gar nicht im Bild? Wie, ich bin bei dir gar nicht im Bild. Fatal Abyss. Wie bin ich? Ach sorry, der Chat war drüber. Wow. Okay, ist vielleicht nur verbuggt gewesen. Ich habe gestern erst gecheckt, dass Inotria das italienische Dark Souls ist, wo du die Beta, die Demo, genau, genau. So sieht's aus. Mir ging es auch so oft so. Kann man auch woanders direkt mit wegfrühstücken bei der Quest? Kannst du machen, wie du magst. Den kann man auch woanders direkt mit wegfrühstücken.
Wie, den trifft man öfter? Nee, ich finde einfach, viele Sachen in dem Spiel machen keinen Spaß. Zum Beispiel bei dem einen Boss, der da jetzt so ein komischer Skorpion geworden ist oder Hundertfüßer oder was das ist, dass ich da einfach nicht in den Gegner reingehen kann, weil der sich, weil da ist eine Alpha-Wand, so, das ist für mich einfach Nonsens. Dann gehen die Gegner laufend weg, wenn ich irgendwelche Attacken mache. Es ist für mich mehr ein Krampf, anstatt dass ich Bock drauf habe. Und ich spiele es nur zu Ende, weil ich weiß, dass Leute bei mir auf YouTube das gucken. Ich bin ehrlich, wenn ich wissen würde, bei mir würde das auf YouTube, vielleicht würden das 5, 6 Leute gucken und davon bin ein Klick sogar ich, dann würde ich sagen, okay, scheiß drauf, ich spiele es nicht weiter. Aber ich will halt das Game auch fertig machen. Weil ich natürlich ja auch die Story wissen will und so, aber es sind echt viele Sachen, die mich sehr nerven in dem Game, anstatt dass es Spaß macht. Nicht geklickt. Ey, jetzt hat er schon wieder meine Dings abgebrochen. Scotty, hast du das denn mittlerweile schon durch? Komm mal, ich bin noch sogar weggerollt. Und ich drück Windschnitter und in dem Moment packt er mich. Schade. Ey, wie macht das für euch, für YouTube? Bei mir kommt jetzt ein Freund vorbei und wir haben Elden Ring DLC Boss weg. Ey, das musst du alleine machen. Das ist mit mehreren ist feige. Nein, Spaß. Viel Spaß dir. als ich so lange an dem Tiger und dem Schweinchen Boss stuck war, habe ich auch die Lust verloren. Ja, das ist halt, du kommst dann halt nicht weiter, ne? Und du kannst ja halt dann auch nicht woanders hingehen, weil, ne, ihr habt das gerade bei mir gesehen. Ihr hängt, an jeder Ecke ist irgendwo ein Boss. Und wenn ihr da nicht weiterkommt, dann, ja, ist das schon ein bisschen nervig. Man probiert halt viele Sachen aus und so, aber ich sehe halt nicht ein, warum ich mich umskillen soll. Das mache ich bei keinem Spiel. Das ist so meine Challenge. Ich skill mich einfach nie um, weil ich das blöd finde. Aber weißt du, was das Lustige ist, Sporling? Du kannst tatsächlich diesen Tiger an dem Tempel, den hättest du auch umgehen können. Du hättest einfach auch außen rumlaufen können und dann zu ihm hin. Also hättest du den so oder so machen müssen irgendwann, glaube ich. Aber man hätte theoretisch den auch einfach skippen können. Irgendwie. Frag mich aber nicht, wie. Was gab's heute zu essen bei euch? Bei mir gab's bisher nichts zu essen. Ich muss mal gucken, auf was ich heute Abend Lust habe. Ich esse dann heute Abend tatsächlich erst was. Okay, Hälfte haben wir. Jetzt macht er wieder die Scheiße. Okay, da kam meine Attacke nicht raus. Mal wieder nicht. Wisst ihr, was ich auch so krass finde? Wenn man hier so viel spielt, mir tun teilweise echt an die Finger so weh. Ja.
Yo, das kommt wieder nicht durch. Aber Scotty meinte, man kann den jetzt irgendwo anders machen. Also gehen wir vielleicht doch erstmal in eine Stadt rein. Das hattest du bei For Honor. Das ist der Grund, warum ich tatsächlich aufgehört habe, Halo zu spielen. Weil ich da irgendwann keinen Bock mehr drauf hatte. Hallo! Oh mein Gott, das war fast One-Hit-Spiel! Alter, hätte ich das jetzt verloren, ich hätte Rage gecrittet, ich schwör's bei Gott. Ich schwör's bei Gott, hätte ich das jetzt verkackt, weil ich wegen fucking Poison gestorben wäre. Alter Verwalter. So ein Hurensohn. Fick dich, du scheiß Skorpionswichser. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh. Yes, baby. Ja, aber hab jetzt auch wieder kein Item gekriegt, oder? Also war das nicht der Boss, den ich brauche? Scheiße. Ich hab den nach 3 Tries aufgegeben und war froh, als er woanders auftauchte, dann aber als Verbündeter. Wow. Also ich war tatsächlich schon bei einem anderen Boss gewesen. Bei dem hier. Bei dem. Und da kam ich nicht weiter. Mir hat nur noch so ein bisschen gefehlt. Und dann meinte jemand im Chat, ja, da gibt's halt einen versteckt. Also erstmal gibt's da irgendwie so eine versteckte Area. Da soll ich doch mal hingehen.